Seit gestern ist bekannt, wo sich die Boko Haram-Geiseln befinden. Die über 200 Mädchen sollen in den nächsten Tagen von der nigerianischen Armee befreit werden. Gott sei Dank. Der ehemals dickste Mensch der Welt ist trotz Diät an Herzversagen gestorben. Mit 597 Kilogramm schaffte er es ins Guinness-Buch der Rekorde. Auch nicht unbedingt ein Rekord, den man brechen möchte, ne? Zu seiner Hochzeit wurde er mit einem Kran transportiert. Oh! Ach! Der Kran bricht, Achtung! Oh Gott! Eine 99-jährige Frau hat jetzt ihr Diplom für Stenografie und Buchhaltung erhalten. Herzlichen Glückwunsch! Eigentlich hätte sie ihren Abschluss schon 1939 erhalten. Allerdings konnte sie damals die 5 $ Zeugnisgebühr nicht bezahlen. Der Uni-Präsident hat nun die Schulden persönlich beglichen. Das ist doch mal ein schöner, ja, richtig schöner... 99. Das war dann wahrscheinlich so auf dem letzten Drücker, ne? Würde ich mal sagen. Fällt gerade kein Wort ein. Ist schön, ist schön. Jeder 5. Deutsche kann sich keinen Urlaub leisten. Okay, gut. Kann ich euch aushelfen?